Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu The Solus Project. Boah, wo mich immer noch ein bisschen Gänsehaut verfolgt. Aus Gründen. Okay, jetzt vorsichtig. Einmal so durch. Einmal so. Einmal so. Aus Gründen, der Pupperigkeit, die waren echt creepy. Die waren mega creepy. Waren hier auch noch welche? Da ist Wasser. Habe ich Wasser? Nee. Ist gut. Okay, müssen wir gleich wieder die Beine in die Hand nehmen. Tschüss. Was? Entschuldigung. What the fuck? Geh weg! Oh Gott! Oh, ah, Gänsehaut! Alter, leck mich fett, Junge! Es gibt nichts Gruseligeres als beschissene Puppen. Ohne Witz, nichts Gruseligeres. Sowohl solche Puppen, die sowieso schon gruselig aussehen, als auch normale Puppen und diese Schaufensterpuppen, diese Mannequins. Es gibt nichts verfickt Gruseligeres als das. Ich dachte, das wäre nicht so ein Spiel. Was ist hier los? Ich will doch nur den Planeten angucken. Lass mich doch in Ruhe. Bitte tu mir nichts. Hallo? Bitte lass mich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, oh Gott. Ich mach mal schnell wieder auf die Taschenlampe, glaube ich, ne? Ein bisschen haben wir ja noch. Ich weiß halt echt nicht. Gott, geh einfach weg. Ich weiß halt echt nicht, ob hier jetzt wieder so ein Vieh kommt. Ja, schön. Meilenstein 1 von 2. Großartig. Die feuchten Passagen. Ja, feucht bin ich auch, aber nicht im guten Sinne. Ich habe halt jetzt echt Panik, hier die Fackel anzumachen. Ne? Wilson, record. What? Things aren't right with this place. I don't know if I'm seeing things. Maybe I am. It's not deserted here. There are things moving under the ground. Things that walk. Things that don't even have a shape, like living smoke. Some of it I don't even want to talk about. I'm starting to wonder what finished off all the people I've found down here. Perhaps Gliese isn't a safe place after all. I followed a cable into these caves. I think it was used for energy transmission. I can't shake the feeling that I'm being led somewhere. Scan out. Okay, die Untertitel funktionieren immer noch nicht gut. Also er sagt, er ist hier im Kabel gefolgt. Hier bewegen sich Dinge. Auch formlose Dinge, nur so eine Wolke. Und er fragt sich, was diesen ganzen Aliens hier passiert ist, weil die alle tot sind. Und irgendwas ist überhaupt nicht richtig hier. Er vermutet, dass Kabel ist für Energieübertragung. Und ja, das war's so im Großen und Ganzen. Schade, dass die Untertitel nicht gehen. Ich kann zwar Englisch, aber wenn es da nicht mal geschrieben steht, ist es dann schwierig, so mal nebenbei zu übersetzen. Ne? Okay, bis jetzt sehen wir hier keins von den Dingern. Guck mal hier noch wieder ein bisschen abseits, solange das noch geht. Anscheinend sind wir hier erstmal safe. Wahrscheinlich gleich nicht mehr, weil ich es gesagt habe. Und dieses Himmelwesen verschließt sämtliche Türen hinter sich und macht, legt Fallen aus anscheinend und macht die scharf. Ja, hier sieht es auch so aus, als ob ich hier durch will. Ja, ist gut. Okay. Ja. 543, ich bin gleich wieder trocken. Was war das? Setzte die Suche nach, keine Ahnung, konnte ich lesen. Oh. Abschnitt geschafft. Abschnitt geschafft, Gott sei Dank. Leck mich fett.
Yay, weiter geht's in der Höhle. Woo! Ist das nicht großartig? Was soll ich jetzt machen? Setze die Suche nach dem Zielort des Kabels fort. 155 Meter. Irgendwas hat mir gerade in den Nacken geatmet. Bleh. Kurze Frage, Pupp. Was ist das denn jetzt? Mach mal die Fackel aus, Junge. Geh mal in Deckung. Das scannt irgendwas. Okay, das Ding hat sowieso gerade automatisch gespeichert. Was ist das denn jetzt? Willst du mich jetzt verkackeiern oder was? Die Frage ist, sieht er mich mit Lampe? Mach mal schnell Save. Kommt das nächste Ding hier, oder was? Ja, was zu fressen. Oh, Alter, so siehst du halt gar nichts. Ich mach mal... Ich weiß jetzt nicht, auf was das Ding reagiert. Geh mal nicht auf Wärmesignaturen aus. Hm. Okay, wir haben keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, ne? So wirklich. Wenn der hier die Umgebung abscannt. Und er wieder? Nee, noch nicht. Was ist hier? Da hinten. Oh, der ist gerade an mir vorbei. Ist der hier gespawnt? Ey, das wäre aber echt scheiße, wenn die hier spawnen. Okay, der ist gerade da hinten. Okay, muss ich fressen, muss trinken? Nee. Alles gut, speichern kann ich hier auch nicht. Mach den mal eben auf. Hier ist aber nichts drin. Kann ich schon wieder trinken. Flaschen sind auch voll. Dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so sehr belastend sein. Aus Gründen. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad jetzt. Das ist nicht gut. Das ist... Oh Gott, ich weiß... Was ist das? Lass mich in Ruhe. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Hier ist kein Speichern. Und natürlich brauchen wir wieder einen Schlüssel. Mach ich mir das mal. Oh Mann, ey, das wird ja immer beschissener hier. Leck mich fett. Ich will mir nur alles angucken und ein bisschen überleben. Vor allem, ich habe nichts, weißt du, keine Waffe, kein gar nichts. Oh ja, na, da müssen wir natürlich unbedingt hin. Sieht aus, brauche ich keine Fackel. Da steht er und glotzt. Zieh ihn dir an, Junge. Zieh ihn dir an. Kannst du mal warten? Ich habe ein paar Fragen, Kollege. Er kann einfach nicht warten. Er geht einfach weg. Was ist er denn für ein Banause? Oh, was ist das denn da hinten? Wo ist er jetzt? Ich stehe jetzt auf der Ecke und mach gleich Buh, wenn ich komme. Guck, da hinten ist auch noch was. Ja, das sieht auch unbedingt so aus, als ob ich da hin will. Und es knurrt wieder was. Warum geht er denn einfach weg? Was ist denn mit ihm? Ich weiß nicht, was ich hier benutzen soll. Fackel, nicht Fackel. Das Kabel geht nach da oben. Das ist ganz toll. Neue Zielpeilung. Was? Da hinten. Ich finde einen Weg nach oben. Er ist einfach weggegangen. Okay, nach da oder nach da? Da hinten ist ein Lager.
Bist du? Sehr selten, unvollendet, benötigt Kristall. Betätigt Licht. Minus 61 Grad, aufheben. Okay, ganz schön kalt. Ein schweinekalter Kristall. Okay, muss ich jetzt Dinge einfrieren? Okay, der Gerät ist da lang gegangen, ne? Die Musik ist auch wieder so... Da blinken die Stufen. Was eine gute Idee ist, wenn ich die ein bisschen herlaufe. Ich halte das für ein Gerücht. Vor allem, wie schnell ist denn der weg? Okay, ich glaube, Hunger und Trinken setzen jetzt gar nicht mehr ein auf dem Schwierigkeitsgrad rein. Und hier sieht's. Hier war ja auch ein Schlüssel. Ich brauche schon zwei Schlüssel. Vielleicht kriege ich die auch noch gar nicht. Muss jetzt irgendwo anders hin. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich frage für einen Freund. Warte mal. Höhle im Unruheherd 3 sind wir jetzt. Okay. Danach kommen wir zum Unruheherd. Hier gibt es anscheinend gar nichts. Hier gibt es auch keine Turmteile und nichts, ne? In diesen Höhlen. Gut, kann ich ja verstehen. Die liegen wahrscheinlich irgendwo draußen rum. Sind ja Trümmer. Ja, da will ich auch hin. Ganz dringend. Unbedingt. Bestimmt sinnvoll. So, schweinekalt hier. Machen wir die Fackel wieder an hier. Okay, wir haben jetzt einen echt heftig kalten Lichtkristall. Gehe jetzt hier lang. Rein theoretisch könnten die Schlüssel hier überall sein, ne? Also irgendwo da so, also müsste ich quasi vom Weg so ein bisschen abgehen. Rein theoretisch. So, da. Da hinten zum Beispiel. Weil das ist auffällig, das wäre so ein Ding, da würde ich hingehen. Also nicht ich richtig, sondern jetzt im Spiel so, weil... Überlebensgefahr und so. Das ist ein Wagen, da liegt irgendwas, da ist was. Der hat bestimmt einen Schlüssel in der Fresse, oder? In seinem Mund. Wir gucken erstmal da oben hin. Vielleicht können wir hier pennen. Leuchtet nämlich so ein Lager auf. Da führt halt original so ein Weg hoch. So, hier haben wir nämlich so einen Spot. Hier mache ich mal an. Ich traue mich jetzt wieder Kerzen anzumachen. Bin jetzt wieder mutig. Essen, Trinken gibt's alles hier. Ich glaube, das geht gar nicht mehr runter, wa? Aber wir sind auch schon seit Ewigkeiten bei 11,1 Stunden. Hier ist wieder so ein Coneheart. Oh, hier ist so ein... Ja, brauchen wir unbedingt. Buffs erhalten. Unterkühlung und verhungern. Ich weiß gar nicht, wie lange halten die denn? Steht hier auch nirgendwo, ne? Das ist gar nicht creepy. Das ist gar nicht creepy, Alter. Was ist los? Inschrift. Mögen die Himmelwesen im Tod für sich sorgen, wie sie es im Leben taten. Möge dein Licht dir den Weg durch die Dunkelheit zeigen und dich zur Sphäre des Himmels leiten. Tod für sich sorgen, wie sie es im Leben taten. Okay. Sphäre. Ist ganz schön warm hier. Trinken. Auf der 3 ist gar nichts. Auf der 4 ist die Taschenlampe. Okay. Wir haben noch ein Kletterseil. Ich würde hier tatsächlich mal eben eine Runde pennen. Irgendwie hier so. Damit wir einmal speichern. Ich penne mal jetzt einfach eine Stunde, das reicht ja.
Weil auf einfach habe ich jetzt das Problem mit dem Essen und Trinken nicht mehr. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad erstmal so. Ich finde den gerade ganz angenehm. Bin ich ja ehrlich. Muss ich auch nicht ständig essen und trinken. Das ist so ein bisschen lästig. So, dann haben wir uns nämlich hier alles soweit angeguckt. Und hier brauchen wir natürlich auch einen Schlüssel. Ich frage es natürlich, wo willst du nachher zuerst rein? Wir haben da hinten Zielpeilung. Wahrscheinlich passen die Schlüssel. Passt nicht jeder Schlüssel überall, oder? Dann müssen wahrscheinlich hier in alle drei Türen rein, um den letzten Schlüssel zu bekommen. Ich dachte gerade, da steht einer, Alter. Guck mal, da drüben. Da liegt doch irgendwas. Okay, komm, hier sind lauter Räder. Da drüben ist eine Säule umgekippt. Ich guck erstmal dahin. Was denn da so leuchtet? Ach, wieder so ein Eiskristall. Kann ich den mitnehmen? Nee. Kann ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch Essen brauchen. Ich behalte das erstmal auf Tasche. Notfalls können wir das nachher wegschmeißen. Dann bleiben wir auf dem Schwierigkeitsgrad. Dann können wir mehr andere Sachen mitnehmen. Dann bleiben wir so, weil anscheinend sind die Viecher hier teilweise unbesiegbar. Ich will gar nicht wissen, was gewesen wäre, wenn wir jetzt auf normal mit dem komischen fliegende Peilgerät, was da durch die Gegend schwurbelte. Was mit dem passiert wäre, wenn wir da nicht auf Dingens gespielt hätten. So, hier ist schon mal ein Schlüssel. Zwei Eiskristalle. Komm ich da hoch? Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Jetzt können wir uns wahrscheinlich eine Tür aussuchen. Das Problem ist, wir sollten uns gleich für einen entscheiden, weil wenn das Ding da drinne steckt, dann steckt das da drinne. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, ich sollte da reingehen, wo das Lager ist. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich da hingezogen. Wahrscheinlich wegen der Sicherheit des Lagers, was da ist. Ich hoffe, man kann hier keine Game-Breaking-Fehler machen, dass ich jetzt, sag ich mal, nur einen Schlüssel finde und den jetzt da reinschwurbel. WF ungünstig. Vielleicht passt der ja auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Die Schlösser sehen ja auf alle Fälle alle gleich aus. Man könnte natürlich auch den Schlüssel wieder mitnehmen, wenn man hier rauskommt. Aber das ist offensichtlich zu einfach. Okay. Auch wieder ein Eiskristall. Und Zeugs. Ich weiß auch nicht, warum er da... Es wäre mal schön, wenn er nicht immer alles mit dem Fragezeichen anzeigen würde, sondern die Sachen, die wir halt schon kennen. Au! Ja. Da habe ich gut aufgepasst. Gut. Gut. Alles gut. Bäh, jetzt müssen wir den Schlüssel nochmal holen. Scheiße. Okay, das geht jetzt schnell. Jetzt müssen wir uns das hier nicht normales angucken. Wir hatten eh nichts gefunden. Außer den Schlüssel. Ah, Mann. Ich will da rüber. Unter diese Shards. Okay, dann gleich wieder. Zack. Zack. Dann können wir noch mal eine Stunde pennen. Zum Speichern. Bevor wir uns jetzt gleich wieder in die Luft jagen lassen. Zack. Ein Stündelein. Das Geknurren gefällt mir immer noch. Überhaupt nicht. Aber gut.
Und dann, ja, gut. Dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge da vernünftig reinkommen. Und bis dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei The Solus Project. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.